What's up, Party People? Willkommen zu Spieltag Nummer 2 Teambuilding gegen Pokécap und seine Radiant Jirachi. Jo, wir sind mal wieder an einem Spieltag und wir sind Teambuilding. Wir sind Teambuilding, indem ich an meiner Maus im Hintergrund rumklicke, weil ich noch was vergessen habe aufzumachen. Und das habe ich jetzt offen und deswegen kann ich einfach jetzt über das Matchup erzählen. Also, letzten Spieltag erstmal. Haben wir ja mit einem, haben wir mit 13-0 gewonnen. War es 13-0? 14-0? Eins von beiden war es. Ich meine, auch 4-0 war es, 4-0. Nachdem Chomp ja irgendwie 5 Kills gemacht hat, hat er gut gemacht. Ja, und jetzt gehen wir gegen Radiant Jirachi in den Start. Ich finde es gerade sehr cool, dass beide Teams so ein relativ ähnliches Farbpattern haben. Beide so schwarz, weiß und gold. Das sieht eigentlich ziemlich geil aus, finde ich gerade. Feier ich. So, ja, und dann würde ich mir sagen, wir schauen uns mal das Matchup an. Und ich sag mal so viel. Gegen einen Kader zu bauen, nehmen die ersten vier Mons Eternatus, Cramor, G-Max, Jirachi und Primarena heißen. Das ist das, was man einmal in der Liga ertragen kann, aber mehr auch nicht. Also, ich bin ewig an dem Team gesessen. Wirklich ewig. Sehr viel verworfen, sehr viel gewechselt, sehr viel alles. Aber das Problem ist, dass man gegen das Team die richtige Mischung aus Offensive und Defensive finden muss. Ich muss was finden, um Eternatus abzufangen. Ich muss was schauen, was von Rachi nicht totgeflincht wird oder dass es sich irgendwie wehren kann oder sowas. Ich muss was haben, was in Primarina reinkommt. Was schwieriger ist, als man denken könnte. Der hat immerhin auch seine 115 Spezialangriffe oder so, noch mehr, glaube ich, 117 oder sowas. Dann noch Cramor, der sich da friedevoll setupen kann, wenn er da G-Max ist. Ja, ist schwierig. Ja, also wir gehen mal alles durch. Eternatus, Uber. Eins der besten Ubers, das man wahrscheinlich draften kann, würde ich persönlich sagen. Allein schon dadurch, dass man da steht mit 145 Spezialattack und 130 Speed. 140 HP Base, 95 in beiden Def-Werten. Ja. Das Ding kriegst du nicht einfach tot. Alle kriegt dich relativ einfach tot. Das ist. Ist halt einfach so. So ein 145 Spezialattack Life Orb Draco. Der wird. Ich glaube, das wenigste in meinem Team, was das einem machen kann, wo es nicht immunisiert wird, also nicht bei Klefki oder Slamdrim, sind 66% auf Slowking. Auf Slowking, wenn er vom Spätstaff ist. Das ist viel. Von 66% heißt mit der EV im Sinne vielleicht 45. Also. Man merkt vielleicht schon, wo das Problem liegt. Der macht sehr viel Schaden. Und ist ja auch noch schneller als alles in meinem Team außer X-Bud, die Speed Time. Der Speed Time nur mit X-Bud und ist schneller sonst als alles. Ja. Man kann sich, wie gesagt, vielleicht vorstellen, wo es im Team gehakt hat. Ja. Ja, das ist Militärnatus. Dann gehen wir weiter mit Cramor. Ja, G-Max Cramor hat einen eigenen Defog. Das ist sehr praktisch für denjenigen, der das hat, muss man sagen. Ich persönlich bin kein großer Fan von dem, muss ich sagen. Der ist zwar blöd, sich auf ihn zu preppen, weil der auch einfach durch nichts stirbt. Der hat ja irgendwie auch nur eine halbe Schwäche oder sowas. Das ist immer ein bisschen blöd, sich auf sowas zu preppen, weil das Ding halt wirklich dasteht und keinen Schaden bekommt, gefühlt. Na, brauchen wir meistens irgendwelche komischen Ideen, was man da spielen kann, oder. Ja, irgendwie muss man das umgehen können, das ganze Ding. Was eben auch dort, zum Beispiel im Teambuilding war. Weil mit Rachi kennen wir alle, der flincht halt mal alles weg. Sonst noch riesen Coverage, auch gute Utility mit eben einer U-Turn, mit Wish, mit Rocks, mit großer Coverage, mit den Elementary Punches, mit Iron Head, mit Standard Bat, mit noch speziellen paar Sachen, was der noch kann. Der kann auch was die Aura-Sphäre und so. Appetit kann er, glaube ich, auch. Also, der ist in sehr viele Sachen sehr variabel und damit halt auch immer ein Mund, auf das man stark aufpassen muss im Teambuilding, sonst hat man immer nichts mehr gegen den und der flincht einen mit Scarf Ironhead oder sowas einfach. Er flincht auch das komplette Team durch und Game ist durch. Muss man eben auch drauf aufpassen. So, bei der Primarina
Und wie vorhin schon gesagt, Primarina, der drückt einfach unfassbar. Der hat diese 117, whatever, ich habe den Wert gar nicht ganz im Kopf, I'm sorry. Spezialangriff. Und davon eine Hydro. Also vor allem Specs halt. Eine Hydro, eine Mondgewalt oder das abfangen zu müssen. Oder im Fall von Slowking auch mal einen Energieball oder sowas. Das sind Dinge, die du dich preppen musst. Und die dich auch im Teambuilding sehr einschränken. Weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, yo, ich habe jetzt Bock irgendwie. Was haben wir denn hier? Jetzt hier irgendwie mich mit Slembrim reinzugehen. Wenn ich weiß, okay, da steht jetzt als Beispiel Thanatos, was mich mit einer Sludge Bomb wahrscheinlich fast one-shotten kann, wenn ich der G-Max bin. Oder nehme ich jetzt hier einfach ein offensives Weltheim mit? Nee, da ist ein Primarine, was ich nicht wegbekomme. Also man Sachen, da muss man immer gucken, das sind, also, da kann man schlecht gegen Setupen, da kann man schlecht gegen falsche Entscheidungen treffen. Eben weil, wenn du eine falsche Entscheidung triffst und da irgendwie einen falschen Move prediktest und dann plötzlich irgendwie Knackrack in den Mondgewalt reinwirfst, dann sieht es ein bisschen blöd aus am Ende. Deswegen mag ich diese Offensive einfach nicht. Diese oberen vier Mons, Krug gehört auch ein bisschen dazu, aber der ist nicht so unfassbar schlimm. Weil ich in denen auch genug Antworten habe. Ich habe immerhin zwei Water-Types, ich habe einen ordentlichen Grass-Type, ich habe drei Flyings. Also der ist jetzt nicht so unfassbar schlimm. Der macht schon Aua, aber gibt schlimmere. Das Problem an Crook ist eigentlich eher, dass der quasi, dass mit EQ plus Knock-Off meinem Team bisschen Aua machen kann. Also wenn der offensiv irgendwie reinkommt und ich schauen muss, ob der entweder EQ oder Knockoff. Dann geht er, wie ich Knockoff picken, gegen Klefki und fressen EQ. Weil Klefki meine einzige richtig gute Dark Resistance ist. Die Beta resistet ja auch. Aber ist noch die Dark Aura draußen, die Fähigkeit von die Beta. Und die verstärkt ja nochmal Dark Moves um 20%. Heißt, ich mal mit die Beta rein, bis sein Schaden abfallen, nicht selbst boostet. Das ist ein bisschen schwierig. Dann Sichlor, den mag ich ja sehr gerne. Finde ich auch ein sehr cooles Draftmon insgesamt. Nur sehe ich den gegen Michael auch wirklich gar nicht, weil ein X-Bud den halt wirklich komplett rausnimmt. Der macht nichts gegen X-Bud. Und ich kann schon mal spoilern, X-Bud ist dabei. Der ist sehr wichtig auch in dem Matchup. Der ist dabei und deswegen, das kann er sich wahrscheinlich auch schon gut denken und deswegen wird Sichlor auch zu 100% nicht dabei sein, auch wenn ich den, wie gesagt, sehr gerne mag. Was für mich gerade wieder durchgehen, das ist unfassbar. Liberlo. Man könnte sich da erinnern, wie ich von dem Ding mal in der SML 6-0 wurde. Zusammen mit Adrian, mit Kana. War ein gutes Game. Auch wenn ich da rein spielen musste und es mir eigentlich auch keine Schuld abwälzen kann oder so. Schwierig. Ja, aber der ist halt auch SML und jetzt sind wir in der KDL und da ist der auch nicht so gut. Was macht der gegen Slowking? Quasi nix. Außer wenn man U-Turn oder sowas. Der bleibt auch wieder an vielen Sachen hängen, ist auch nicht so schnell wie sein großer Bruder, wie Liberlo. Also kann ihn auch mal Knacker revengen. Ich wäre sogar langsamer als Gelade, wenn ich nicht bekomme. Ich kann auch nicht blöd bin. Ich hätte halt nur irgendwie 80, 75 oder sowas Speed. Also vieles ist auch einfach schneller als der. Und ja, deswegen sehe ich ihn auch eher weniger. Wohingegen Schlappe gut dabei sein kann. Der ist halt auch saunervig, der kann genauso wie Jirachi rumflinchen, macht es vielleicht sogar fast noch effektiver. Ich glaube nämlich, weil... Oh, wie ist denn die... Ich habe die Prozentchance gerade nicht im Kopf von Kingstein 5 Hit Moves. Wie normal ist. Also wenn der so mit einer Kugel saht, mit einer Kehrschelle oder so Attack mit einem Kingstein drin. Inwieweit da die Flinch-Chance ist und ob die höher ist als die von Raji. Wäre mal interessant zu wissen eigentlich. Weiß man sicher auch, aber ich habe die Werte gar nicht im Kopf. Ja, auf jeden Fall auch mit U-Turn und sowas gut dabei. Der macht halt dafür, dass der halt so ein kleines Wiese ist, macht der richtig guten Schaden. Mit seinen mehrfach Hits, mit dieser eben Kehrschelle, Kugelsaat, Felswurf, whatever. Der kann sein Triple Axel mittlerweile, wo er auch dann alle drei hittet. Ist ein 120er Ice-Move. Da muss auch ein Knacker mal aufpassen, dass er nicht irgendwie reinkommt. Ne?
Also der könnte auch tatsächlich gefährlich werden, weil der schneller ist als alles in meinem Team außer X-Bad und Raikou Speed halt mit dem. Also, ja. Next one, Hutsasa. Der ist auch wieder eklig. Hat ja hier, also der bulkt ja auch unfassbar viel weg. Zusätzlich noch sowas wie Spores, wie Foulplay, womit er noch ein bisschen Stress machen kann. Der ist wieder ein bisschen schwierig zu handeln. Ich glaube, es gibt Schlimmeres im Kader, deutlich Schlimmeres auch. Der kann auf jeden Fall auch dabei sein. Glaube ich aber tatsächlich eher weniger, dass der dabei ist. Ich habe hier drei Psychics im Team. Die ihm alle drei relativ wehtun. Ich habe drei Flyings, von zwei wahrscheinlich wehtun würden. Ich habe einen Eis, ich habe einen Fire, ich habe hier 8 Mons. 8 Mons, die ihn sehr viel tief hitten können. Mit Steps. Das mag der eigentlich nicht so. Der mag eher so Water, Ground Kader oder irgendwas in die Richtung. Wo, oder solche Kader, in denen halt kein Fire-Type drin ist. Sag mal so, mein Fire-Type ist auch Monte Carlo. Aber, ja. Ist auch ein Fire-Type. Next one, Wolverock. Und Wolverock ist immer ein Mon, von dem ich echt Schiss hab. Weil der mit einem SD mal schnell sich ein bisschen verselbstständigen kann. Weil das Ding ist, der hat eben diesen extra Rock, den guten Move. Und der wird, glaube ich, auch natürlich Krallenwucht verstärkt, soweit ich weiß. Also der kriegt auf jeden Fall auch Kontaktdamage. Also gegen zum Beispiel ein Rocky Helmet oder sowas. Kriegt er auch immer Kontaktdamage. Also wird es auch ein Krallenwucht-Move sein. Dann hast du da einen Move, der um, glaube ich, 30% verstärkt ist. Das sind bei 40er Stärke von Accelerock. Sind es nochmal 12, glaube ich. Also ist dann auf 52, kriegst du noch Step auf, bist dann beim 75er Prio-Move. Das ist noch mit einem plus 2 Attack. Das tut dann auch meinen schnelleren Mons, also Raikou und X-Bart, verdammt weh. Vor allem X-Bart wird davon halt richtig fressen. Und Raikou eben genauso. Der wird vielleicht dadurch dein, aber durch zwei davon stirbt er halt auch. Und der Rest frisst er dann Steinkanten, Playrough, Drillruns, Knirscher, irgendwie sowas halt. Der kann echt gefährlich werden. Der kann saugefährlich werden. Deswegen hoffe ich mal, dass da einfach kein SD-Set dabei ist, damit ich ruhig schlafen kann und ja. Rotan ist dann auch dabei. Der ist tatsächlich auch ganz cool gegen mein Team. Ich weiß auch nicht, ob er den mitnehmen will. Weil auf der einen Seite viele Flyings bei mir, wo er auf V-Switchen kann. Ich habe einen Ground, den ich geburnt werden will von dem Rotom. Der kann eigentlich relativ frei V-Switchen auf meinen Kader. Kann auch ein bisschen Stress machen irgendwie. Man kann mal schon Nazi-Plot-Setups fahren oder sowas. Wenn mal sowas wie Knackknack oder so weg ist. Der kann natürlich ganz lustig sein gegen meinen Kader. Muss man halt schauen, ob er ihn mitnimmt. Ja. Letztes ist dann noch Strepoli, der sich auch lustig sein kann. Trotzdem hat er eben auch das Problem, dass da drei Flyings und drei Psychics im Kader rumstehen, von denen er allen eigentlich nichts fressen will. Ja. Und sogar auch zwei Fairies, theoretisch. Ja, das ist dann mit meiner reinen Gegner-Kader-Vorstellung. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen zu meinen Mons über, die ich dabei habe. Ja. So, hier wieder eine Übersicht. Und wir fangen an mit Iveltal. Und der ist Specs. Dann schaut euch mal so eine Finsteraura an. Hört euch den gegnerischen Kader an. Und seht, okay, Primarina kommt da rein. Sonst nix. Ja, und das ist der Sinn hier von unserem Iveltal. Der soll hier einfach Schaden machen. Chippen. Wenn auch der Primarina reinkommt, der hat kein Safe Heal. Der kommt vielleicht dreimal auf eine Unheilschwinge rein oder sowas, ist da auch down. Auch ein Strepoli wird davon nicht arg viel fressen, vor allem eine Unheilschwinge will er nicht fressen. Guck genauso. Also der macht hier richtig gute Arbeit. Ist schneller als vieles. Ich glaube nur Wolverock, Sichlor und Eternatus sind schneller. Ach, Jillabelle auch noch. Also der macht keine gute Arbeit, macht noch eine U-Turn theoretisch. Um mal ein bisschen Momentum aufzubauen, um auf Switches zu reagieren. Also er sieht tatsächlich ganz cool aus, finde ich, in dem Matchup und deswegen ist er dabei. Next one dann, der vielleicht Matchwinner. Wir sind ja ein SD-Shoppen-Show-Set, ein klassisches OU-Set quasi. Ja. Und ich habe hier, es gibt ein paar Mons bei mir, auf die ich setupen kann. Ein paar.
Das sind dann so Kollegen à la Ruchi kann ich. Auf Ruchi kann ich. Auf Kramer, wenn er angechippt ist, weil ich ihn dann mit Förderzahn danach killen kann. Ich kann auf einem Wolvrock ohne Knuddler setupen, falls das aus irgendwo nicht dabei hat. Das sind so die drei Mons, die am ehesten funktionieren. Vielleicht noch sowas wie Sichlor oder sowas, aber ich bin mir bei sich, dass das Spiel sicher ist, der nicht dabei ist. Ich bin quasi Sichlor. Scheiße. Oder quasi. Nee, den englischen Namen, ich bin mir Sither. Perfekt. Ich hätte es nicht wiederholen sollen. Auf jeden Fall auf diese Mons kann ich setupen. Hab hier meine Rauhaut, ich habe eine Lumberry. Es gab so zwei, drei andere Items, über die ich philosophiert habe in dem Moment. Das waren einmal Lefties, damit ich eben, wenn ich mich setupe, noch ein bisschen Heal reinbekomme und sowas. Falls ich irgendwie noch was hanken muss oder sowas. Dann eine Anti-Drachenbeere, weil ich damit theoretisch auf ein Eternal setupen kann. Problem ist, einen Life Orb Draco überlebe ich dann trotzdem nicht. Also ich kann das maximal machen, wenn der irgendwie Dragon Pulse oder seinen Special Move verzockt. Und dann kann ich mir irgendwie sicher sein. Und bevor ich dann sage, ja, ich bleib jetzt auf jeden Fall safe in dem Eternatus drin, sage ich mir dann lieber, okay, spiel ich Lumberry, ich kann nicht geburnt werden von dem Rotom, ich kann nicht eingespawnt werden von Among Us. Ich kann hier auch nicht irgendwelche anderen komischen Sachen fressen, ich kann mal, also auch wenn Toxics oder sowas mal kommen würden, dann wäre ich die beim ersten Mal logischerweise ab und kann mich dann Estin und bei den Monster, auf die ich mich setzen kann, kommen wir natürlich dann nach der Schuppenschuss. Mit Schuppenschuss gehe ich auf plus 1 Speed, habe dann plus 2 Take plus 1 Speed und kann mit Erdbeben so ziemlich alles hitten, die Monster, die ich damit nicht hitten kann, treffe ich mit Schuppenschuss oder Feuerzahn. Das ist der Sinn hinter diesem Set. Es kann funktionieren, es muss nicht funktionieren, es kann auch sein, dass es gar nicht funktioniert und ich bin mit dem Setup und es gar nicht läuft. Und weil das irgendwie plötzlich, oh, das Ding kann noch einen Ice-Move und plötzlich ist Knackrack tot. Man muss schauen, wie es läuft. Wenn Knackrack wieder in der Form ist wie letzte Woche und plötzlich 5 Kills holt, bin ich damit komplett fein. Das ist auch ein Matchup, in dem ich persönlich für mich eh sehr blöde Chancen sehe. Aufgrund von eben Eternatus und Primarina, die da schwierig sind. Deshalb, ja. Muss man irgendwie mal ein bisschen probieren, deswegen ist dieser Knackhack dabei. Next one. Gefällt das Looking. Ja. Der sich hier um Eternatus kümmern darf. Der hat den geilsten Job im Team bekommen. Den absolut geilsten. Er darf sich um den fetten Drachen beim Gegner kümmern. Ja, da deswegen full Spätstiff. Volle nutzt sie in die Defensive rein. Wir spielen mit Lebekraft logischerweise. Die spielen die Lefties. Wir haben einen Psyshock und eine Drachenroute. Der Sinn dahinter ist, dass ich gegen Setup vorgehen will. Ich habe jetzt keinen Bock, dass ich irgendwie mit Cosmic Sound Power oder Setup, weil ich ihn gar nicht mehr killen kann oder sowas. Deswegen lieber einen Dragon Tail haben, damit der raus ist, damit seine Setups raus sind. Wäre natürlich noch ein Sub oder das Spiel, was ich eher nicht glaube, aber einfach um ihn sowas fortgehen zu können, habe ich noch einen Psyshock dann, mit dem ich kann, ich glaube, bis plus 2 den Sub brechen. Oder zumindest auf plus 1 geht es auf jeden Fall, plus 2 bin ich mir gar nicht mehr sicher. Damit Slowking da das Matchup nicht verliert. Ist wichtig. Sieht ihr Wasser halt noch für die anderen Mons, damit dann nicht so ein Crook oder sowas safe reinkommt. Und Teleport halt fürs Momentum, wie man es immer auf Slowking spielt. Also wirklich immer. Arg anders gibt es an dem Set nicht zu besprechen. Das ist ein relativ simples Slowking-Set. Ja. Arg für mich geht's da nicht. Weil geht's dann mit Raikou, der ist erstmal dabei. Und ich habe vergessen, das Item umzustellen in Photoshop, als ich die Bilder gemacht habe. Wir spielen nämlich eigentlich, ein Expert Belt. Ich muss mal nachschauen gerade, weil ich es gerade nicht mehr im Kopf habe. Ich müsste Expert Belt sein. Ich habe mit mir rumgeklickt gehört gerade. Ja, das ist Expert Belt eigentlich. Ich hab, wie gesagt, hier noch die Lefties drin. Ich habe die Grafik direkt danach gemacht und direkt nach Slowking gemacht. Tut mir leid. Ja, und mit Expert Belt, dann schau mal hier rein ins generische Team. Donnerblitz, Voltwechsel, Aura Sphäre, Sondersensor. Wir treffen hier bis auf Rotom und Lieberlo und Ruchi. Alles sehr effektiv in diesem Mom. Und das ist ja das, was man an, wo man an Expert Belt gern sehen will. Zusätzlich sind wir halt schneller als alles, außer in Dynalos und Chillabell im Speedtie.
Und ja, ich sehe auch relativ freie B-Switches. Weil, wie gesagt, Crook nicht selbst dabei sein muss. Und selbst wenn er dabei ist, will er auch nicht auf eine Aura-Sphäre reinkommen. Also sehe ich Raikou ja sehr cool in dem Matchup. Der kann gut Arbeit machen. Und ich habe Bock auf den. Ich hatte den das letzte Mal. Müsste tatsächlich PBL gewesen sein. Also bin ich vor gefühlt 20 Jahren. Weil er in meinem geilen Visa-Floor, Tyranitar, whatever Team drin. Ja, und jetzt ist er zurück. Die Legende. So. Dann gehen wir weiter zu Crobat. Von dem ich vorhin schon gesagt habe, dass er safe dabei ist. Und wir spielen hier ein kind of Stall-Breaking Set. Das ist ja auch gegen diverse Arten von Setup gerichtet. Gegen auch Mons wie hier Hutsasa oder auch mal sowas wie Karma oder sowas, wenn der irgendwie Setup plant oder sowas. Den kann ich natürlich nicht toxen, aber den kann ich ihn taunten. Auch gegen zum Beispiel sowas wie Girder oder sowas kann ich damit vorgehen, falls ein Bike-Up-Set dabei ist. Gerade sowas einfach. Dann spiele ich natürlich noch das Toxin dann, damit ich die Mons auch dann toxen kann. Übrigens Primarina auch so ein typisches Mon, was sich gemeistert hat. Wer sich an das gute Game im OET erinnert mit dem Rest Talk Primarina gegen meinen Celebi, wo die sich irgendwie 20 Minuten gegenüberstanden, war gut. Ja, und dann noch den Ruheort, um sich hier gegenheilen zu können. Wir sind draußen, sterben gerade Kinder oder sowas. Ich weiß, ob man es gerade gehört hat, ich hoffe mal nicht. Ja, Ruheort zum Gegenheilen. Wir sind hier im Speed, ich glaube schneller als das Chillerbell müssten wir sein. Ja, dann den Rest halt in KP und in Def und damit haben wir ja unser X-Bud. Und last one, Klefgib, der tatsächlich mehr nach Psychomon als nach Feemon aussieht von den Moves her. Wir spielen Psychokinese, Auflackern, Reflektor, Lichtschild. Psychokinese ist nochmal, um was zu haben zur Not gegen Endynalos, weil der uns ja nur mit einem Feuermove hitten kann. Der kann ja sonst nur Drachen- und Giftmoves, soweit ich weiß, oder vielleicht noch irgendwelche anderen Normal-Moves oder sowas. Also macht der Klefgib nicht sonderlich viel. Und da entgegen arbeiten zu können mit einem Lichtschild und einer Psychokinese oder sowas, kann auch schon ganz praktisch sein. Wir spielen eben Strolch, wir spielen Lichtlehm. Wir spielen, deswegen bin ich auch mal speziell defensiv aus und ja, der ist jetzt nicht so sonderlich wichtig im ganzen Matchup. Ich wollte nur noch mal was haben, um Eternatus wirklich zu 100% kontern zu können. Heißt, im Endeffekt werde ich von dem Ding an eben irgendwie 6-0, weil meine Switch-ins einfach gar nichts bewirken und ich auch nicht auf so ein falsches Set gepreppt habe. Wie immer in solchen Situationen. Ich kenne mich doch gut. Jo, soll jetzt vielleicht etwas perplex gewirkt habe während dem Teambuilding oder während dem Video. Ich muss gerade alles ein bisschen schnell aufnehmen, weil ich ein bisschen im Stress bin gerade. Der Kampf ist morgen Abend. Deswegen wollte ich es heute noch aufnehmen und dass ich es dann morgen fertig machen kann. Ja. Dann würde ich sagen, guten und tschö.